Was tut die katholische Kirche im Emsland, um die Menschen zu unterstützen? Wichtig als erstes ist, wir trauen den Menschen zu, dass sie ganz kostbare Ideen haben, Begabungen haben, die sie einbringen können. Das möchten wir wertschätzen. Davon möchten wir auch ausgehen erst einmal. Und dann gibt es die Qualifizierungsprozesse, haupt- und ehrenamtlich, wo die dazu beitragen sollen, dass diese Charismen, dass diese Begabungen gestaltet werden können. Und dann gibt es die institutionellen Rahmenbedingungen. Wir unterstützen eine Mitarbeit in der Caritas, in anderen Verbänden, in Arbeitsgruppen, die eine gewisse Professionalität dann auch ausdrücken. Aber ich denke, unser großer Arbeitstitel muss sein, Vernetzung dieser Begabung, Vernetzung dieser Charismen, und dafür sind wir so etwas wie eine Agentur. Herr Dr. Klingholz, was macht das Emsland so besonders? Auf den ersten Blick, wenn man sich die Daten anschaut, die gute Wirtschaftslage, die demografische Stabilität, also Zuwachs an Bevölkerung und nicht Schwund, wie es in anderen ländlichen Regionen der Fall ist. Und wenn man dann hinter die Kulissen schaut, ist es eben nicht nur die Wirtschaft, sondern es gibt einen Grund dafür, für diese gute Wirtschaft und für einen guten gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das sind Menschen, die ja ganz einfach gesagt aktiv sind, die ein großes Interesse daran haben, ihr Leben in den kleinen Orten, in den Dörfern zu gestalten, die den Kontakt mit anderen suchen und die sich selbst organisieren. Also das, was man subsidiar nennt, das ist dort sehr weit verbreitet, und es gibt dieses Verhalten schon sehr lange, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Das ist etwas Gewachsenes, und diese gewachsenen Strukturen, die einem so von außen manchmal ein bisschen altertümlich davor kommen, mit den Schützenfesten, mit dem Vereinsleben und so weiter. Das zeigt sich, dass es heute doch für den Zusammenhalt der Gesellschaften, die immer heterogener werden, extrem wichtig ist, weil es diesen Strukturen auch gelingt, neu zugezogene in diese Gemeinschaft hineinzubringen. Und das ist auch notwendig, damit diese Stabilität in den Orten weiter bestehen kann. Können andere Regionen vom Emsland etwas lernen? Sicherlich. Also erstmal vielleicht nur begrenzt, weil die Strukturen im Emsland sind ja über Jahrzehnte gewachsen und haben sich eingespielt. Aber was wir am Emsland so bemerkenswert gesehen haben, war ja das Zusammenspiel auf der Dorfebene mit den kommunalen und regionalen Institutionen. Und das ist auch für andere Regionen wichtig, dass die Institutionen zusammenarbeiten und das Ehrenamt vor Ort stärken. Außerdem zeichnen sich ja auch im Emsland einige Entwicklungen ab, die in vielen anderen Regionen schon weitaus deutlicher vorangeschritten sind. Und die Handlungsfelder, die wir dort auch in der Studie bearbeiten, sind in jedem Fall auch für andere Regionen relevant. Wie lernt man Engagement im Emsland? Ja, als Emsländer wächst man ein Stück weit irgendwie rein. Man in der Schule, im Kindergarten, das heißt, man übernimmt Aufgaben, und das zieht sich dann so nachher immer durch. Also ganz kleinteilig vor Ort, dass man einfach mit anpackt, sich irgendwo mit einbringt, in der Gruppenleiterrunde, in der Messdienerarbeit, und das zieht sich dann eigentlich so das ganze Leben lang durch. Da wirst du angefragt, willst du nicht in den Pfarrgemeinderat reingehen, dann wird man angefragt, kannst du dich nicht vorstellen, vor Ort im Ortsrat sich zu engagieren. Und dann packt man mit an und merkt auch, dass man vor Ort was bewegen kann.